Das ist der Planet, auf dem wir gelandet sind, Habitat 7. Er war nicht mal annähernd bewohnbar. Das betrifft alle Welten, die wir entdeckt haben. Ryder, wir haben uns gerade über Ihre nächste Expedition unterhalten. Wow. Gut. Ich habe mich schon langsam gefragt, wer hier eigentlich das Sagen hat. Direktor Edison hat ein Recht auf Ihre Meinung. Maßgeblich ist jedoch meine. Und weiß sie das auch? Ich leite die gesamte Initiative und habe entschieden, Ihnen die Chance zu geben, sich zu beweisen. Die Geißel hat uns schwer erwischt, was auch immer sie ist. Unsere Wissenschaftler halten sie nicht für ein natürliches Phänomen. Eine künstliche Energiewolke? Bei unserem Aufbruch war sie noch nicht da. Durch sie ist keine goldene Welt mehr bewohnbar. Und dann sind da noch diese Kett. Sie sind besessen von Alien-Bauwerken, die überall im Cluster zu finden sind. Sie würden alles tun, um andere von ihnen fernzuhalten. Mord ist offenbar nichts, was nur in der Milchstraße vorkommt. Die Herausforderung ist nun, trotzdem eine Welt zu besiedeln. Und zwar diese hier. Eos. Wie? Sie müssen die Lebensfähigkeit des Planeten für einen Außenposten verbessern. Dann können wir mehr Kolonisten aus der Stase holen. Mehr Kolonisten können mehr Ressourcen zur Unterstützung der Nexus sammeln. Alles hängt davon ab. Wir wollen nämlich 6 Welten besiedeln. Okay, aber ich dachte, alle Planeten wären unbewohnbar. Wie soll ich... Ein guter Pathfinder löst dieses Problem nur zu gern. Nun denn, ich denke, ich sollte ein paar Dinge überprüfen. Aber es kratzt Sie nicht, falls ich scheitere, richtig? Sie suchen sich einfach einen anderen Pathfinder. Es ist Teil meines Jobs, auf andere zu setzen. Bei einigen zahlt es sich aus, bei anderen wiederum... Treiben Sie keine Spielchen mit mir, mein Freund. Treiben Sie keine Spielchen. So wie ich das sehe, brauchen Sie mich. Wenn ich Erfolg habe, wirken Sie dadurch vielleicht wie der Anführer, für den Sie sich halten. Mag sein, aber Sie müssen sich als der Pathfinder beweisen, für den Sie sich halten. Wo ist mein Schiff? Es wird gerade in der Andockbucht bereit gemacht. Die Koordinaten von Eos sind im Computer. Und sobald Sie Zeit haben, sollten wir über die verschollenen Archen sprechen. Daran habe ich auch schon ge... Ah. Okay. Stimmt was nicht? Ryder, kommen Sie zum Sternkern auf der Hyperion. Ihr Implantat braucht Wartung und wir haben Vertrauliches zu besprechen. Nein, alles gut. Das ist schon krass, so einen Sam im Schädel zu haben, so richtig komplett vernetzt. Niemand weiß, dass du mit dem redest oder sonst irgendwas. Oh. Okay. Hey, alles okay mit Ihnen? Mir geht's gut. Es hat hauptsächlich meine Arme erwischt. Passiert das öfter, dass etwas einfach so explodiert? Direkt nach der Meuterei hatten wir sowas ziemlich oft. Aber in letzter Zeit nicht mehr. Ich war bei der Meuterei nicht dabei. Ihr Glück. Ich dachte wirklich, wir hätten das hinter uns. Dass ich vielleicht nur paranoid bin. Sie wissen doch, was man sagt. Es ist keine Paranoia. Wenn wirklich jemand hinter dir her ist, ja. Das dritte Mal in dieser Woche. Und es wird schlimmer. Das erste Mal war eine Kleinigkeit. Aber diesmal hätte es übel ausgehen können, wenn ich näher dran gewesen wäre. Das ist nicht gut. Gelinde gesagt. Nein, ist es nicht. Und jetzt habe ich noch mehr Reparaturen vor mir. Haben Sie darüber schon mit den Sicherheitsleuten gesprochen? Wie könnte ich? Soweit ich weiß, steckt doch einer von denen hinter der Sache. Ich habe alle potenziellen Sabotagebereiche gescannt, die mir eingefallen sind. Aber ich weiß nicht mehr, wem ich noch trauen kann. Klingt, als wäre eine ganze Menge passiert, bevor die Hyperion angedockt hat. Kann man sagen. Moment, das ist es. Sie können nichts damit zu tun haben. Sie waren bei der Meuterei nicht mal hier. Würden Sie, falls Sie Zeit haben, können Sie mir dann vielleicht helfen, wenn die mit kritischen Systemen anfangen? Klar doch. Natürlich. Was kann ich tun? Es würde mir wirklich helfen, wenn Sie die anderen Wartungsklappen scannen könnten, während ich die hier repariere. Ich habe die Positionen auf Ihr Universalwerkzeug übertragen. Schicken Sie mir einfach die Daten, wenn Sie fertig sind. Nichts leichter als das, glaube ich. Nein, mir geht's gut. Und ich weiß es nicht, sie ist einfach explodiert. Finden Sie heraus, warum. Aber vorsichtig. Okay, wo soll jetzt so ein super-duper Ding sein? Hier auf der anderen Seite oder so? Woran kann ich das erkennen? Ich hab da oben so komische Punkte überall. Hier, was ist das denn hier? Einsatzteam, Mission. Das ist ein Albtraum.
Boah, ich glaube, dass man ziemlich viele Aufgaben hier übernehmen kann. Diese Konsole zeigt die aktuellen Missionen der Miliz-Einsatzteams an, Pathfinder. Sprechen Sie bitte mit Tyrion Kandros, um eine Zugangsfreigabe zu erhalten. Ja, klingt nach dem Plan. Das ist die Konsole für unsere Einsatzteams. Worum handelt es sich dabei? Angriffs- und Exfiltrationstrupps. Und wenn wir die Besten brauchen, habe ich noch Apex. Kampfexperten, die sich verpflichtet haben, uns zu verteidigen. Da sie den Cluster quasi aus der ersten Reihe erleben, kann ich sie dazu autorisieren, die Teams einzusetzen. Klar, aber wofür? Für welche Situationen sind sie geeignet? Sie können zivile Außenposten schützen, zentrale Stellungen halten oder einfach nur die Kette ablenken. Autorisierung erteilt. Viel Glück da draußen. So, jetzt kann ich immerhin schon mal drauf zugreifen. Wird geladen. Missionsliste. Apex-Mission. Wählen Sie Mission. Multiplayer. Nee, Multiplayer will ich jetzt nicht. Das kann ich euch mal so bringen. Aber nein, das muss jetzt nicht sein. Okay, ich will beenden. Es geht nicht. Warum? Beenden bitte. Ach so, so geht das. Okay. So, wir wollten jetzt so komische Klappen auf den Hyperion mit Sam sprechen. Ja, aber ich will doch erstmal jetzt diese Luken hier finden. Wo sind die? Okay, ich habe gerade echt keine Ahnung, wo ich hingehen muss. Ich gucke nämlich gerade hier auf diesen Stern-Ding. Und das bewegt, also auf diese Zielanzeige oben. Und das bewegt sich die ganze Zeit irgendwo anders immerhin. Lauf ich dran vorbei? Wo ist das? Höhe? Fähigkeiten hat jetzt. Nee. Tech. Überlastung, Verbrennung. Boah, das sind echt krasse Dinger hier. Ich habe nämlich 3 Tech-Punkte. Oder generell, glaube ich, 3 Punkte, womit ich mir was holen kann. Offensichtlich maximiert die Einsatzfähigkeit. Auch nicht schlecht. Biotik. So, offensive Biotik. Ermöglicht der Biotiker Schadensmaximierung gegen deine. Auch nicht schlecht, das sind alles so gute Dinger. Mann, Nova, das ist ein cooler Name. Was kann man da machen? Kanalisiert Energie in eine Explosion mit Schaden direkt. Okay. Ah, sogar mit Video. Läuft ja. Das sieht nicht so spektakulär aus. Au, da schlägt einen einfach. Okay, was haben wir denn noch? Singularität. Boah, das ist auch cool. Nicht schlecht. Lanze, Barriere. Boah, Barriere kann ich mir recht praktisch vorstellen. So, Kampf. Was gibt's hier? Universalgranate. Ach nee, bitte nicht. Klingt auch nicht. Oh, das könnte praktisch sein. Mit Barriere. Aber warum nicht, ne? Warum nicht? Wenn man mal mitten auf dem offenen Feld ist. So, dann holen wir auch direkt eine bisschen bessere. So, man kann Änderungen rückgängig machen. Aber da weiß ich nicht, ob ich die Punkte wieder kriege. Deswegen bleiben wir mal ein bisschen bei der Barriere. So. Würde ich mal sagen, suchen wir mal weiter. Diese komischen Stromkästen, die mir irgendwie nicht angezeigt werden, muss ich jetzt finden. Die Sicherheitskräfte sind in erhöhter
Ja, wo seid ihr denn? Muss ich doch bestimmt hier irgendwo aktivieren oder sowas. Ich habe nur eine Aufgabe? Hä? Hä? Ich bin gerade verwirrt. Ich muss hier gerade noch, glaube ich, ein bisschen reinkommen. Jetzt, wo ich mehrere Aufgaben habe, bin ich schon ein bisschen... Aha, durcheinander. Aber es kommt jetzt auch selber hinaus, oder nicht? Hallo, ich bin Gian Garson, Gründerin der Initiative. Durch Ihre harte Arbeit ist die Vision der Nexus zum Leben erwacht. Sie und alle Ihre Kollegen sind das Band, das unsere neuen Kolonien voller Stolz miteinander verbindet. Sehen Sie sich Ihre Errungenschaften an. Und falls Sie Fragen haben, steht Ihnen meine Tür immer offen. Gründerin Garsons Büro befindet sich hier. Arbeitsplatz nicht zugeordnet. Wählen Sie bitte ein Thema. Nee, aber was ich mich frage ist, das ist doch unsere, ist doch unser Captain. Warum wird die auf der Nexus angezeigt als, was weiß ich was? Hä? Oder die wird hier zugewiesen, weil die jetzt angekommen ist. Ah, das ist auch möglich. Okay, ich glaube, hier soll man nicht weiterkommen. Auf den habe ich jetzt eher weniger Lust. So, okay. Ich renne hier, glaube ich, gerade ein bisschen verpeilt rum. Mal gucken, was hier hinten ist. Oh, Cash. Ja, ich weiß, dass durch das... Da sind sie ja. Ich hoffe, die anderen haben ihnen das Leben nicht allzu schwer gemacht. Es gibt hier so vieles, was erledigt werden muss. Aber zumindest ist die Hyperion jetzt angedockt und versorgt uns mit Energie. Das erleichtert meinem Team und mir die Arbeit. Können wir auch das war später mal machen. Alles, was ich wissen wollte. Bis zum nächsten Mal. Ich glaube, wir werden uns noch ein bisschen länger hier auf diesem Schiff aufhalten müssen. So. Da unten wird zum Beispiel so ein Kasten repariert. Okay, warte, wo ist jetzt meine Aufgabe? Kann ja nicht sein. Logbuch. So. Muss doch hier irgendwo sein. Na. Das ist die Hauptaufgabe. Irgendwie bin ich gerade, glaube ich, ein bisschen verpeilt. Abgeschlossene. Ja, das sollten ja eigentlich die Dinger sein, die wir schon alle hinter uns haben. Den Erstschlag, bla 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 bla, ja. Ja, das haben wir eigentlich schon alles hinter uns. Nexus Stationssabotage. Ah. So schwer war das jetzt. Ich habe gerade eine Übergabe beobachtet. Da ist so ein Kasten. Sie werden überrascht. Es gibt Osilvia-Rebstöcke in der Saatbank. Die haben echt hier Sabotage geführt. Durch eine Überladung. Okay, und hier unten? Pathfinder. Der Saboteur verwischt seine Spuren, indem er dieses Panel mit Energie von einem anderen Anschlussrelais überlastet. Sie können die Verkabelung scannen und ihr folgen, um das Ausweichpanel zu finden. Wow. Kann ich immer noch scannen? Ach so, das ist das Kabel. Okay, dann irgendwo hier oben lang. Ja. Jetzt kann ich auch noch mal scannen. Scanne die Energieanschlussrelais. Diese Wartungsklappe hat einen Defekt.
Ohne weitere Daten kann ich allerdings nicht feststellen, ob es sich um eine normale Störung oder Sabotage handelt. Dann nehme ich sie am besten vom Netz, bis Raj Zeit hat, sie sich anzusehen. Wäre sinnvoll. So, okay. Ist hier noch irgendwie was? Wo ist das Kabel hin? Wird mir jetzt immer angezeigt. Wird mir nicht mehr angezeigt. Okay, dann haben wir da hinten nochmal ein Ziel. Ah gut, hier haben wir nochmal einen. Scannen Sie die Verkabelung und folgen Sie hier, um das Panel zu finden, das der Saboteur benutzt. Okay, unten geht's nicht weiter. Hier oben. Die Verkabeln aber komisch. Da oben irgendwo. Das ist nochmal dieser Kasten hier. Pathfinder, ich habe die Daten von Sam erhalten. Wir haben es tatsächlich mit Sabotage zu tun. Haben Sie irgendeine Idee, wer dahinter stecken könnte? Ja, an all diesen Klappen hat Sarah gearbeitet. Ich kann es einfach nicht glauben. Die Sicherheitsvideologs bestätigen, dass eine Sarah Kellers an diesen Wartungsklappen gearbeitet hat. Auch an derjenigen, bei der es zu der Explosion kam. Verdammt. Hast du irgendeine Ahnung, wo sie jetzt ist? Kellers arbeitet momentan an einer Wartungsklappe auf dem Hauptdeck der Hyperion. Auf unserem Schiff ist die gerade. Das ist nicht so gut, wenn die jetzt da auch schon anfängt. Dann sollte man da mal schnell hin. So, warum dreht sich das da oben schon wieder? Ich check das schon wieder nicht. Es ist so verwinkelt hier, ich verstehe es nicht. Hier oben muss ich doch nicht hin. Edison, hallo. Ja. Karte. Darunter. Ja. So, okay. Irgendwie verwirrt mich das hier gerade ein bisschen. Hallo, gibt's was zu sagen? Ach so. Da unten in der Mitte ist das, Mann. Hallo, Cora. Ja, dann auf mal zu Hyperion, ne? So, okay. Hoffen wir mal, dass sie hier noch keine Scheiße angestellt hat. So. Wo ist sie denn? Hab dich. Sarah Kellis? Ja? Ich habe Beweise, dass sie die Nexus sabotiert haben. Was? Nein! Ich würde nie... Ich habe selbst in der Sache ermittelt. Und ich habe Scans, die das beweisen. Hier. Ich übertrage meine Scans auf ihr Universalwerkzeug. Witzig. Raj hat dieselben Ermittlungen angestellt und die haben uns zu ihnen geführt. Meine Scans deuten auf Raj als den Schuldigen hin. Jemand muss uns beide ausgetrickst haben, sonst weiß ich auch nicht. Die Daten von Miss Kellis ähneln verdächtig denen von Mr. Patel. Ein dritter Beteiligter ist wahrscheinlich. Oh. Sie wurden hier reingelegt. Hereingelegt. Anscheinend benutzt jemand sie und Raj, um seine Spuren zu verwischen. Dafür bräuchte er eine ziemlich hohe Zugangsfreigabe. Trotzdem, es ist besser als die Vorstellung, dass es Raj war. Aber es bedeutet, dass alle meine Daten nutzlos sind. Ich wünschte, ich hätte Zugriff auf die Überwachungskameras. Ich wette, wir würden etwas finden. Sie unternehmen gar nichts, damit der Täter nicht merkt, dass wir ihm auf der Spur sind.
Ich überprüfe die Überwachungskameras. Rush. Okay, sind Sie da? Rush ist es nicht, Sarah nicht. Also ein anderer. War sie es wirklich? Nein, sie hatte Beweise, die auf sie hindeuten. Ich nehme an, jemand hat sie beide aufs Glatteis geführt. Halten Sie sich bedeckt und reden Sie mit niemandem darüber. Ich kümmere mich. Okay, gut, dann müssen wir jetzt mal gucken, wer der wahre Übeltäter ist. Auch zurück zu Nexus. So. Okay, wo kann der, die oder es jetzt sein? Aber erstmal gucken wir uns natürlich die Videos an. Überwachungsaufnahme 1. Ja, dann schauen wir mal. Diese Datei okay, ist das nutzlos. Nichts. Wir überprüfen noch eine. Wie funktioniert das jetzt? Was muss ich jetzt hier machen? Hallo? Da unten ist noch was. Kann ich das auch anklicken? Und wieder eine unbrauchbare Datei. Ein Zufall ist unwahrscheinlich. Wir überprüfen noch eine. Diese Datei ist ebenfalls beschädigt. Mit Sicherheit kein Zufall. Man braucht eine ziemlich hohe Freigabe, um die Dateien der Überwachungskameras zu manipulieren. Vielleicht jemand, der für Kandros arbeitet. Das wäre das Wahrscheinlichste. Kannst du aus den Dateien mit biometrischen Scans eine Identifizierung rauskitzeln, Sam? Die Dateien sind schwer beschädigt. Aber wenn ich alle verfügbaren Identifikatoren kombiniere, könnte es funktionieren. Auf Basis der eingeschränkten verfügbaren Informationen suchen wir einen männlichen Menschen, der entweder der Nexus oder der Hyperion zugeteilt ist. Sie werden Scans aus unmittelbarer Nähe durchführen müssen. Ja, wahrscheinlich der Nexus. So. Also können wir jetzt mal ein bisschen Menschen scannen. Also den da hinten. Es ist ein Albtraum. Ja, den da. Okay. Hoffentlich checkt er das nicht, dass wir es gerade scannen. Biometrische Daten stimmen nicht überein. Okay, dann gehen wir mal zum nächsten. Der da unten? Diese Person ist es nicht. Okay. Nein, jetzt schon wieder dieselbe Stelle, oder? Haha, diesmal lasse ich mich nicht verarschen. Jetzt gehe ich hier runter und renne ich wieder 10 Millionen Mal im Kreis. Hallo? So ein bisschen Fahrstuhl wieder fahren. So. Der muss jetzt schon direkt hier sein. Der hier rechts. Wirklich? Diese Person ist es nicht. Wo ist denn wieder der nächste? Nein, der nicht. Hier rechts irgendwo, gut. Ah, da ist jemand sogar am Basteln da hinten. Der Scan zeigt eine partielle Übereinstimmung. Ziel ist wahrscheinlich Verdächtiger. Nexus Sicherheitsleute. Wer ist es? Dale Atkins, untersteht Kandros Abteilung, ist dem Sicherheitsteam der Station zugewiesen. Dale Atkins, richtig? Wir müssen uns unterhalten. Hören Sie, ich will nicht unhöflich sein, aber ich habe zu arbeiten. Naja. Nennt man Sabotage heutzutage so? Arbeit? Dafür, dass Sie hier neu sind, sind Sie ziemlich überheblich. Sie haben nicht die geringste Ahnung, was hier los war. Die Beweise sagen, dass Sie ein linkes Ding gedreht haben. Na klar. Ach kommen Sie, sparen Sie sich das. Ich habe genug von all den Heuchlern auf dieser Station. Sie waren nicht hier, als Sie unsere Freunde und Familien rausgeworfen haben. Meuterei? Dass ich nicht lache. Wir wollten einfach nur antworten. Meine Schwester ist jetzt da draußen. Ich weiß nicht mal, ob sie noch lebt oder... Warte. Was immer auch passiert ist, es ist sinnlos, es wurden deswegen jetzt jemandem Leute ja ausgesperrt. Was wissen Sie schon? Wo sind die jetzt? Mir ist egal, was Sie denken. Die Anführer der Meuterei hatten recht, als sie wissen wollten, was eigentlich los ist.
Sie hätten jemanden verletzen können. Sogar töten. Wie diejenigen, die getötet wurden, als unsere Anführer meine Freunde von Krogana niedertrampeln ließen? Genug geredet. Ich gestehe, ich war's. Machen Sie mit mir, das was Sie wollen. Das entscheide nicht ich. Das macht jemand das anders. Das ist nicht meine Entscheidung, sondern die der Anführer der Nexus. Die sollen eine Entscheidung treffen? Na, da bin ich ja mal gespannt. Stufenaufstieg. Nice. Okay, wir müssen eigentlich noch zum Sam kehren. So. Aber jetzt ernsthaft mal. Es gab ja eine Meuterei. Und wir wissen ja nicht, wo die jetzt hin sind. Das ist komisch. Vielleicht sehen wir die ja noch. So, dann auf zum Sam-Kern. Ich muss mal ganz kurz husten. So. Verschollene Archen. Hinweise, dass er eine Eiche finden. Priorisierte. Auf der Hyperion mit Sam sprechen. Nehmen wir. So, jetzt müssen wir da auch nur wieder runter. Immer dieses ewige Hin und Her hier. Aber da wir ja schon auf der Hyperion sind, ist ja auch schon der Kern. Hallo Scott. Willkommen zurück im Sam-Kern. Ich habe meine Verbindung zu Ihrem Implantat angepasst. So ein Kopfschmerz wie vorhin sollte nicht wieder vorkommen. Was war das überhaupt? Du hast gesagt, wir müssen etwas Vertrauliches besprechen? Sie sollten einige Dinge wissen, bevor Sie zu Ihrer Expedition aufbrechen. Es schien mir das Beste zu sein, wenn wir dabei unter uns sind. Okay. Hör auf, Dinge von mir geheim zu halten. Sam, wenn wir zusammenarbeiten wollen, darfst du in Zukunft nichts mehr von mir geheim halten. Es tut mir leid. Ich erfülle lediglich die Wünsche Ihres Vaters. Was hat er uns verschwiegen? Meine wahren Fähigkeiten. Alec hat die Sicherheitsprotokolle des Implantats außer Kraft gesetzt. Ich habe somit uneingeschränkten Zugriff auf die Physiologie des Pathfinders. Das heißt, auf mich? Ja, und nur auf Sie. Falls erforderlich, kann ich als Kraftverstärker dienen, um Ihre motorischen und neurologischen Fähigkeiten drastisch zu verbessern. Alec nannte sie Profile. Sie liefern einzigartige taktische Verbesserungen während des Kampfes. Ihr Vater zog es vor, diese Tatsache für sich zu behalten. Oh. Das könnten Leuten Angst machen. Das kann ich gut verstehen. Die Leute könnten ein falsches Bild bekommen. Supersoldaten. Ein Computer, der einen Menschen kontrolliert. Der den Menschen verbessert. Es ist eine symbiotische Beziehung, von der beide Seiten profitieren. Was hast du davon? Obwohl ich künstlich erschaffen wurde, bin ich doch vollständig empfindungsfähig. Weit mehr, als es selbst der Initiative bewusst ist. Ich kann dir nicht folgen. Du bist eine KI. Was unterscheidet dich von anderen? Ich bin eine neue Art von KI, die unmittelbar aus menschlichen Erfahrungen lernt. Ihr Implantat ist mein Fenster zur Welt. Ah, der lernt über uns. Aber trotzdem habe ich das Sagen, oder? Hoffentlich. Aber der Mensch hat trotzdem das Sagen, oder? Natürlich. Ich war nie dazu gedacht, den Pathfinder zu ersetzen. Nur dazu, ihre Fähigkeiten zu fördern und zu verbessern. Dann bin ich ja beruhigt. Also, wie sieht der Plan aus? Ich befinde mich in einer ungewöhnlichen Lage. Obwohl ich Zugang zu den Erfahrungen Ihres Vaters hatte, ist mein Verständnis lückenhaft. Wieso das? Er hat einige Bereiche meiner Speichermatrix blockiert. Warum? Womöglich, damit ich seinen Plan nicht kenne, wenn Sie mich danach fragen. Ja, das sehe ihm ähnlich. Aber es geschah nicht planlos. Je mehr Fortschritte Sie als Pathfinder machen, desto mehr Blockierungen werden entfernt. Sie sollten vielleicht in den Quartieren Ihres Vaters beginnen. Und falls Sie keine weiteren Fragen haben, Ihr neues Schiff wartet auf Sie. Danke. Das heißt, wir haben jetzt einfach alle Kräfte, die es gibt. In einer Person. Soldat, Techniker, Experte, Wächter, Frontkämpfer, was? Infiltrator, Entdecker. Wie krass, dann
Ich weiß gar nicht, wie man so viel überhaupt skillen will. Da sieht man nochmal die ganzen Beschaffenheiten, wie das verteilt ist, wie cool ist das denn bitte. Deswegen hat er auch immer gerade im Kampf gesagt, ja, Sam, lade Technikerprofil und so ganzen Quatsch. Das sind auch die leuchtenden Dinger, die um den drum waren. Ich verstehe. Nices Teil, nices Teil. Aber der ist ja jetzt mit Sam auch hundertprozentig verbunden. Die Verbindung kann nicht mehr getrennt werden. Boah, nicht schlecht. Nicht schlecht. Infiltrator, na, 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 na. Verbessert Denkprozesse. Nicht schlecht. Nicht schlecht, nicht schlecht. Okay, Leute, aber das sollte erstmal für dieses Video reichen, weil ich hier ziemlich viel mal aufnehmen muss. Und deswegen wünsche ich euch noch einen schönen Tag. Haut rein und ciao mit V.